Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Rechts, ich möchte am 7. Dezember einen Prozess gewinnen für meine Mandantin Renate Künast gegen Facebook und zwar mit Hilfe von ChatGPT. Das klingt jetzt wie ein Clickbait oder Sensationsgier. Natürlich werde ich nicht mit einem Knopf im Ohr reingehen und mir von einer KI erzählen lassen, was ich dort vorbringe. Das bringt sowieso nichts in einer mündlichen Verhandlung, in der Berufung, im Zivilverfahren. Aber die Fähigkeiten von ChatGPT können einen entscheidenden Unterschied für den Ausgang dieses Verfahrens machen. Ich möchte nämlich mit ChatGPT nachweisen, dass Facebook Unsinn erzählt hat. Mal wieder, wenn es darum geht, was technisch möglich ist oder nicht. Denn Facebook hat in der ersten Instanz und auch wieder in der zweiten Instanz vorgebracht, dass es unmöglich und wenn es möglich ist, dann unzumutbar wäre, Facebook aufzugeben, von so und so vielen Milliarden Usern die Inhalte maschinell zu überprüfen und zu klären, ob der Inhalt, der dort irgendwo auf dem Portal verbreitet wird, kerngleich ist mit jenem Meme, welches wir als Klagegegenstand eingereicht hatten. Schauen wir uns nochmal an, worum es eigentlich ging. Es gab eine mündliche Verhandlung am 20. Januar 2022, das ist schon eine ganze Weile her, und dann ein Urteil im April 22, wo Renate Künast gegen Facebook gewonnen hat. Die Berichterstattung habt ihr vielleicht dazu schon gesehen. Und es ging damals um ein Meme, was verleumderisch eine Behauptung aufgestellt hat, ein Zitat Renate Künast untergeschoben hatte. Renate Künast soll irgendetwas gesagt haben, dass Deutsche erst einmal Türkisch lernen sollten. Hat sie nie gesagt, ist eine Falschbehauptung, aber hat wunderbar den Effekt, um Hass gegen Renate Künast heraufzubeschwören. Gegen dieses Zitat, gegen dieses Meme ist sie vorgegangen mit zahlreichen Meldungen, aber Facebook hat sich geweigert, es überhaupt runterzunehmen. Und als sie es dann manchmal entfernt haben, haben sie sich geweigert, es überall zu entfernen, sodass die Aufgabe für Renate Künast darin bestand, den ganzen Tag lang danach zu suchen, wo dieses Meme wieder neu auftaucht. Es findet jemand ein Zitat, sie versuchen es wegzukriegen, sie machen Strafanzeigen, sie gehen in zivilrechtliche Klagen und so, oder merken Sie, es poppt trotzdem immer wieder auf, ja, an jeder anderen Stelle, und Sie können gegenüber dem irgendeinem, der das genutzt hat oder dazu Hass äußert und so, können Sie vorgehen und Sie merken, Sie sind eigentlich hilflos. Und dabei ist dies ja nur eines der Falschzitate, was kursiert. Es gibt noch viele andere, die man ebenfalls ständig entfernen kann. Deswegen war das Besondere an diesem Urteil, dass zum ersten Mal das Landgericht Frankfurt ausgeurteilt hat: Wenn ich einmal ein Bild melde und es ist rechtswidrig, dann ist die Verbreitung zu unterlassen. Zu unterlassen, das kennen wir auch aus dem Blume-Verfahren, zu unterlassen bedeutet, dass es nirgendwo auf der Plattform noch verbreitet werden darf. Und da sagte Facebook dann, ja Moment mal, wir unterlassen oder beseitigen das Bild nur an der einen einzigen Stelle, wo du es gemeldet hast, und du musst jedes einzelne Bild melden. Woraufhin Renate Künast sagt, ich kann aber nicht den ganzen Tag da sitzen und die Sachen melden. Vor allem, ich kann nicht einmal sehen, wo dieses Bild ist, zum Beispiel in geschlossenen Gruppen. Und ich kann nur einen Bruchteil davon wirklich selbst melden. Ihr hingegen, Facebook, habt die Möglichkeit, dieses Bild überall zu finden. Und das ist die streitige Frage, wo Facebook sagte, nein, das geht nicht, weil diese Bilder könnten unterschiedlich aussehen. Und dann können wir uns mal ein paar Versionen des Bildes anschauen. Facebook bringt vor, nun, das Bild kann bearbeitet sein, geschnitten sein, sodass der Hash-Wert, mit dem ein Bild ausdrücklich identifiziert wird, sich unterscheidet. Dazu gab es ein Gutachten, was wir in der ersten Instanz vorgelegt haben, was also erklärt, wie diese Hash-Werte zusammenkommen und wie kleine Änderungen eines Hash-Werts trotzdem noch die Ähnlichkeit nachweisen können. Facebook brachte vor, ja, was ist mit all jenen Bildern, wo das Bild, zum Beispiel jetzt im Zuge der Berichterstattung, gezeigt wird mit einem Aufdruck Fake oder mit einem durchgestrichenen Kreuz oben drüber oder mit einer irgendeiner anderen Kontextualisierung, aus der sich ergibt, dass das Zitat nicht echt ist. Und da haben wir diese Bilder in ChatGPT reingeworfen. Im Grunde haben wir das Urteil in ChatGPT in ein eigenes GPT hochgeladen und gesagt, liebe KI, bitte untersuche dieses Bild, ob es unter den Tenor des Urteils fällt, ob du es eindeutig bestimmen kannst, und wenn nicht, dann sag uns einfach Bescheid, wenn du dir unsicher bist. Und das Erstaunliche daran ist, ohne dass man ChatGPT sagen muss, dass ein Fake-Stempel rund oder rot ist, konnte ChatGPT mit seinem Datenmodell auf Anhieb bereits erkennen, wann ein Bild als eine Falschnachricht gekennzeichnet ist. Natürlich konnte ChatGPT auch den Text darauf lesen, was ja eigentlich die einfachste Lösung und die einfachste Aufgabe war.
trotzdem sich Facebook nicht zu schade war, auch das zu bestreiten. Es ist ja das Zitat in Text in der Grafik drin, wie das halt bei so einem Meme ist. Und das ist natürlich für eine KI die leichteste Übung, eine OCR, eine Optical Character Recognition, vorzunehmen und zu lesen, was da steht. Hallo Leute, wir sind im Jahr 2023, das ist nicht das Problem. Das Problem ist auch nicht, dass die Farbwerte sich verändern oder dass es anders geschnitten wird. Oder dass vielleicht ein anderes Bild von Renate Künast verwendet wird. Und natürlich ist es auch kein Problem, auf der anderen Seite solche Bilder auszuscheiden, wo ein anderes echtes oder falsches Zitat drüber steht oder wo Satire drüber steht. Schwieriger wird es nun, so sagen es jetzt die Gegenanwälte für Facebook, wenn kontextualisiert, wenn eine Caption drüber oder drunter steht, wo zum Beispiel über die Falschnachrichten berichtet wird und bedauert wird. Und selbst das ist etwas, was ChatGPT mit dem richtigen Prompt identifizieren kann. In dem Moment, wo wir das GPT, also ein Customized GPT, eine eigene Instanz des GPTs trainieren und wir sagen, bitte achte auf den Kontext, ob die Missbilligung zu der Veröffentlichung sich auf das angebliche Zitat bezieht oder auf den Umstand, dass hier mal wieder Falschnachrichten verbreitet werden. Und auch das schafft ChatGPT. In den meisten Fällen, oder ist in der Lage zu sagen, ich bin mir nicht sicher, gib es zurück an einen Menschen. Und das ist genau der Ablauf, nämlich dass Kandidaten, die ähnlich sind, identifiziert werden, danach mit einer künstlichen Intelligenz bewertet werden. Und wenn diese Bewertung eindeutig ist, kann danach eine Entscheidung erfolgen oder sie wird der sicherheitshalber nochmal einem Menschen vorgelegt. Facebook sagt, unmöglich, und wenn es möglich wäre, dann wäre es unzumutbar. Und das ist jetzt genau das Schwierige. Man kann nicht gleichzeitig sagen, es ist unmöglich und auf der anderen Seite sagen, es ist unzumutbar. Und da hat Facebook jetzt ein Präklusionsproblem, denn sie haben nicht vorgebracht, welchen Aufwand es denn nun wirklich bedeuten würde, die durch KI vorausgewählten Bilder zu betrachten. Und jetzt können wir an der Stelle schon fast sagen, weil ihr es nicht vorgebracht habt und darauf hat das Gericht in der ersten Instanz auch schon hingewiesen. Weil ihr das nicht vorgebracht habt, braucht ihr auch heute nicht mehr mit diesem Vortrag kommen. Wir machen aber trotzdem den Sachvortrag von Klägerseite, um zu zeigen, egal wie aufwendig ihr es haltet, es ist nicht sehr aufwendig und es ist auf jeden Fall zumutbar. Denn die KI kann die allermeisten Fälle zutreffend zuordnen, also alle Fälle von Bildern, wo was anderes als Text draufsteht. Das ist recht einfach. Das heißt, es werden auch nur wirklich die heißen Kandidaten identifiziert, um dann die Fragen, wo die Distanzierung zu dem Bild vielleicht wirklich eine Abwägung bedarf. Und wenn Facebook bei diesen Bildern dann hier und da mal einen Fehler macht, weil Menschen auch Fehler machen können, dann ist das wohl auch nicht schuldhaft und somit auch vertretbar. Jedenfalls bedeutet das nicht, dass es von vornherein ausgeschlossen ist, für Facebook zusammen mit künstlicher Intelligenz rechtswidrige Memes, jedenfalls dieses Meme, in dieser konkreten Ausprägung zu finden. Ja, 7.12., 12 Uhr, OLG Frankfurt. Keine Ahnung, was dabei rauskommt. Natürlich habe ich eine rechtliche Meinung und ich dachte, dass die erste Instanz diese Sache auch schon ganz gut erkannt hat. Die zweite Instanz entscheidet zum ersten Mal über diese Fragestellung. Und das ist tatsächlich die Innovation an diesem Fall. Denn die Entscheidung, dass nicht nur ein ausdrücklich per URL bezeichneter Inhalt, sondern auch kerngleiche Inhalte entfernt werden müssen, ist zwar jetzt schon öfter in der ersten Instanz entschieden worden, nämlich von der 5. Kammer des Zivilgerichts, Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt, aber es war noch nicht in der zweiten Instanz. Und jetzt stellt sich also die Frage, wie positioniert sich hier das OLG? Und es ist durchaus möglich, dass diese Frage später dann auch zum Bundesgerichtshof gehen sollte. Ich hatte schon vor einem Jahr in Videos zur Erklärung gesagt, was das bedeutet, dass würde dieses Urteil Bestand haben, wenn wir also auch in der zweiten Instanz damit gewinnen, es für Opfer von Hasskriminalität viel, viel leichter werden könnte, gegen Falschmeldungen, gegen Diffamierung vorzugehen, weil man ja nur ein Beispiel davon melden muss und die Plattform müsste dann alle diese Inhalte entfernen. Die Praxis sieht anders aus. Facebook hat dieses Urteil bisher nicht umgesetzt und wir sind auch nicht in die vorläufige Vollstreckung damit gegangen, sondern warten zunächst einmal die Rechtskraft dafür ab. Es gibt noch eine zweite Frage, die neu ist, nämlich die Frage nach dem Schmerzensgeldanspruch. Das Landgericht Frankfurt hatte einen Anspruch von 10.000 Euro Schmerzensgeld zugebilligt. Dieses Geld würde übrigens nicht Frau Künast bekommen, sondern letzten Endes HateAid, die den Prozess finanzieren.
Und die Frage, ob es Schmerzensgeld überhaupt geben kann von einem Plattformbetreiber wegen unterlassener, fehlerhafter, unzureichender Löschungen, ist tatsächlich immer noch strittig. Es gibt die Position, die sagt, Plattformbetreiber sind ja nur Störer und Störer haften nicht auf Schadensersatz, oder auf der anderen Seite, sie sind Mittäter, spätestens in dem Moment, wo sie nach Kenntniserlangung nicht handeln. Diese Frage muss geklärt werden vor Gericht. Die Rechtsprechung ist an der Stelle auch nicht eindeutiger geworden, obwohl wir in den verschiedenen Stellungnahmen zum Gesetz gegen digitale Gewalt genau das immer wieder eingefordert haben. Denn die Beeinflussung von Politikern, Akteuren und normalen Usern durch Druckausübungen, durch Beleidigungen, durch Bedrohungen ist immer noch ein viel zu billiges und damit lukratives Geschäft. Es lohnt sich, Menschen zu bedrohen, weil einem im Grunde genommen nicht viel passieren kann. Und das ist eines der Probleme, was wir hiermit auch lösen wollen. Nicht mit dem einzigen Urteil, aber es ist ein Baustein davon, weil wir erleben, dass Empörung, Hass, Abscheu und Aggression, gerade über soziale Medien, immer mehr zum Mittel der politischen Auseinandersetzung wird. Das ist also nicht mehr nur eine Randerscheinung, sondern das ist das Kapital, mit dem man politisch auch Erfolg erzielt. Und da sind diejenigen erfolgreicher, die mehr austeilen können, weil sie weniger Skrupel haben und auch mehr einstecken können. Und alle anderen fallen dabei raus, werden nicht mehr gehört. Aber das ist ein anderes Thema. Also 7.12. Donnerstag, OLG Frankfurt. Ich bin gespannt, wie sich das Gericht dort positioniert.